Aber ich werde hier mal... Nee, ich weiß nicht, ob... Bin ich hier richtig? Ich meine, ist hier schon das Ziel? Ich fürchte fast, hä? Ich fürchte fast, ja. Was ist da oben? Nee, nee. Ich gehe mal erstmal nochmal raus. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt gedacht habt, dass ich schon direkt durchrenne, aber... Nein! Hier laufen doch noch Leute rum. Sag mal, da hinten. Wo denn? Hey. Da oben irgendwo, hä? Keine Ahnung. Ich will... Das ist der Bug hier unten. Okay. Nee, ich werde einfach mal draußen jetzt nochmal gucken. Weil ich will ja alle Gegner mitnehmen, ne? Deswegen gehe ich nochmal raus. Wer jetzt ist hier noch einer, ne? Oder wer hier ist ein Abgrund? Oder was ist das? Was ist das? Oi! Was ist hier? Hallo? Oh, Wolverine! Aber was ist das? Was ist das hier? Keller? Ah, okay. Vielleicht muss man ja hier hin, ne? Vielleicht muss man hier hin. Ich weiß es ja nicht, ne? Halt dich da bitte fest. Nein, nicht hoch! Oh Gott. Shit. Shit. Oh Mann. Oh Mann. Halt dich bitte da fest, nicht hochgehen. Danke. So. Da oben ist doch einer, ja. Nein! Nicht entdecken! Das ist doch gemein, ey. Scheiße! Fuck! Boah, bei Tenchu 2 waren die so schön blöd. Oh Gott, beruhig dich bitte. Nein! Oh! Alter! Wo habe ich mich erschrocken? Dann kill die halt... Oh, dann kill die halt so. Dann kill die halt so. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Als sie da auf einmal stand, ey. Shit. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Hier ist irgendwo... 96, Alter. Das ist auch wieder ein Bug. Ha! Ich verstehe nicht... Wer mich denn da sieht, sag mal. Da ist eine Granate. Geil! Okay. Was ist das? Und wer entdeckt mich da direkt? Okay. Ah, da geht's wieder raus. Okay. Ich glaube, da muss ich sogar raus. Oder kann ich hier wieder raus? Ah, hier kann ich wieder raus. Okay. Aber irgendwer hat mich hier wieder entdeckt kurz. Na, Moment mal. Ich brauch die... Ey! So, ich brauch die Karte. Ist hier unten noch wer? Oh, ey. Was für ein Level. Was für ein Level. Sehr krass. Sehr krass. Also, wow. So. Wir schleichen uns an. Ja, genau. Genau, wir schleichen uns an und dann... Ja. Schön Wasserplanschen. Geht das? Geht das? Ich probiere das mal. Geil, das geht! Okay, alles klar. Sehr schön, aber da ist... ein Gegner und... ich bin mal mutig. Und natürlich! Sieht er mich jetzt noch, oder was? Ja, natürlich. Ey, das ist aber... das ist echt anders als bei Tenchu 2. Boah. Nee. Ah, jetzt bin ich wieder runter. Das ist okay. Kommt er jetzt wieder... kommt er jetzt mit runter? Nee. Also... unentdeckt bleiben. Hier. Für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber... es ist einfach so übertrieben schwierig. Ich frage mich auch, wer mich hier entdeckt, obwohl ich hier unten im Wasser bin.
So. Da bin ich wieder. Hallo? So. So, jetzt zack. Da ist noch einer. What? Wo? Was? Hier ist noch irgendwo mehr. Oh. Where are you? Puh. Sehr anstrengend. Wo bin ich hier? Ah, ich bin jetzt hier in dem Gebäude, okay. You. Wer sieht mich denn da? Hä? Ach, da! Okay. Ja, dann, Ah, tschüss. Bye, bye. Ja, wenn du so gierig bist, selber schuld. So. Aber das ist doch nicht hier Sinn der Sache, wenn ich hier 20 Mal entdeckt werde. Das kann es doch nicht sein, Freunde. Das kann es doch wirklich jetzt nicht sein, oder? Ich fühle mich hier gerade echt wie bei meinem ersten Let's Play vom zweiten Teil. Da, das lief auch so ähnlich ab. Da ist noch eine Granate, geil. Das lief so ähnlich ab. Da wurde ich auch 1000 Mal entdeckt. Und nee, das ist doch nicht der Sinn. Da. Okay, diesmal sehe ich dich. Du bist zum Glück so blöd und... So. Ah, Gott. Aber wie soll ich das machen, wenn die... So. Wolverine. Hi. Ne. So, komm, 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 komm. Zack. Oh, sehr schön. Okay. Weil ich glaube jetzt nach diesem miserablen Gameplay mal wieder muss ich jetzt alle killen. So, jetzt bin ich hier draußen. Ach Gott. Also das war echt spannend da drin. Also, da ist noch einer. Okay. Wetten, der dreht sich wieder rum, wenn ich kurz davor bin. Er wollte, er wollte. Er wollte, ja. Der Penner wollte. Diese Spielmechanik ist echt krass. Also, man kann sich hier nicht wirklich anschleichen, finde ich. So, wo ist der... Was ist da wieder los? Was ist da wieder los? Irgendwer hat wieder irgendwas entdeckt. Irgendwer entdeckt hier ständig was. Nicht mich, aber irgendwas. Da! Oh Gott, zwei Typen. Und die haben mich wieder entdeckt. Shit, Mann. Ja, die können hochgucken, ich weiß. Das ist halt die Kacke, ne? Aber, nee. Boah, ist das spannend, ey. Nee, ich bin nirgendwo, Freunde. Frage ist jetzt... Da sind die. Da sind die beiden. Frage ist jetzt, wie krieg ich die? Wie krieg ich die? Kann ich einfach runter? Oder ich weiß es nicht. So, da ist der schon mal. Wow, was ist das denn? Ah, geiler Kill. Guck mal. Wow. Geiler Schwerthieb. So. Ah ja, okay. Ah, auch gut zu wissen, dass man hier so schlagen kann. Das wusste ich nicht. Das ist so ähnlich wie im zweiten Teil. Aber naja. Aber wie gesagt, Tenchu 1 ist für mich schwieriger als Tenchu 2. Da. Weil die Gegner irgendwie so eine komische Routen laufen hier. Rauchbombe, geil! Alles klar, Dankeschön. So, diesmal nicht. Diesmal nicht! Oh, diesmal nicht, Junge. Gott sei Dank. So, okay. So, dann bin ich jetzt hier. Aber hier muss ich nicht hin. So, ich glaube... Noch der in die Richtung ist noch einer. Irgendwo hier, oder? Ach, da unten!
Okay, alles klar. Dann kill ich den auch noch. Was macht der da unten? Ist der blöd? So, dann geh runter und zack. Kill ihn! Boah! Was ist das denn hier für ein Eingang? Ah, das ist... Ah, ich verstehe. Hier war ich schon. Hä? Oder? Ah ja, hier war ich. Ah, hier ist der Eingang dazu. Ich verstehe. Aber Moment, ich gehe nochmal hoch. Und ja. Ein richtig spannende Musik. Von da oben kam ich rein. Ich glaube, ich habe alle. Ich gehe noch einmal durch. Aber ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle. So, dann gehen wir hier hoch. So. Ja, wie gesagt, ein sehr geiles Spiel. Und Rikimaru's Story ist, denke ich mal, wirklich bald vorbei, wa? Das Level hat zumindest den Charakter eines Final-Levels. Sage ich jetzt einfach mal so. Ah, schade. Moment. Ah, nein, nicht ganz runter. Aber sowas ist ja in... Sowas ist ja okay, wenn man da fehlt, ne? Aber bei den Gegnern eben, das war schon echt... Boah, mies. Komm schon. Halt dich doch bitte mal da fest. Dankeschön. So. Ja, immer dieses Problem mit dem Festhalten bei den Schuhen, ne? Das kennt man ja. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Aber da ist irgendwer drin. Ah, das ist die Festung, ne? Das ist die Festung, ja. So, dann... Ey! Ja, es wird, glaube ich, jetzt eine Doppelfolge. Weil die Folge ist doch schon sehr lang und... Ich weiß nicht, was ich hier mache. Hier oben ist sowieso nichts. Nee, dann geh hier runter, komm. Dann spring. So. Nein, du sollst nicht wie ein Pinguin springen. Du sollst so springen, genau. So, dann gehen wir hier rein. Und dann gehen wir mal nach da oben. Genau. Ja. Spannend. So, okay. Bom, bom. Bom, bom. Schön beruhigend irgendwie. Aber es ist auch sehr spannend gerade. So, dann gehen wir hier... Auf das oberste Stockwerk, wie auch bei Tenchu 2 schon. Was ist hier schon wieder? Nix, okay, alles klar. Oh, wo kommt die denn her? Scheiße! Wo ist die? Wo kommt die denn auf einmal her? Oh, da ist hier noch eine, ey. Shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Null. Nüsse habe ich damit gerechnet. Scheiße. Frage ist jetzt, wo ist die hin? Die ist Nee, die ist hier irgendwo. Ich muss mich einfach irgendwie drehen. Ah, das ist halt das Blöde hier, ne? So. Ah, da... Die ist doch hier irgendwo. Ey. Ist die hier unten? Nee. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Also diese Spielmechanik hier lässt auch manchmal keine Kills zu. Das ist irgendwie blöd. Keine Ahnung, wo die ist. Ich gehe jetzt einfach hoch. Wir müssen es ja nicht noch mehr in die Länge ziehen. Ha? Dann geh hoch. Komm. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Da ist er wieder. Lord Mayo will be so impressed. So, Onikage, your Lord Mayo is behind all this? What does it matter? By now, your Lord Koda's castle will have been reached. And you shall die here. So, es geht los. Oh! Oh, geil! Okay. Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Ah, es geht los, komm. Nimm den Booster hier. Und schmeiß dann eine Rauchbombe. Und zack, Junge. So. Jetzt machen wir mal weiter hier. So. Ich bin mir einmal geschützt. Boah. Alter. Boah.
Was? Boah, was? Der hat mich runtergeknallt, okay. Heftig. So, ich komme wieder zu dir. Wo bist du, Onikage? Ich bin wieder da. Wo bist du? Hey! Was zum Teufel? Wo ist der? Da, da ist doch ein Gegner! Okay, krass. Frage ist jetzt, wo ist Onikage? Wo ist Onikage? Wo ist der hingerannt? Scheiße, ich hab ihn verloren, ey. Oh, Mensch. Oh, da ist er, da ist er. So, jetzt geht's weiter hier. Ich guck mal, ob ich das nutzen kann. Nee, kann ich nicht, okay. Egal, oh, hör mal auf. Der erinnert mich echt an Susaku, ey. So, Granate. Dann steh auf, dann kriegst du direkt noch eine Granate in die Fresse. Ja, jetzt. Zack, genau. So. Trink. Und dann hinknien und zack. So. Und dann, wenn du jetzt nochmal aufstehst, dann... Nein! Scheiße. Egal. Und Junge. Zack. Ey. Zack. 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 Und zack. Ja, Mann. So, du Penner. What? He's gone? Hä? Oh mein Gott. Die Schnickheit Linia. Scheiße. Oh, ist das schlecht. Ist das schlecht. Aber ja, wir haben nicht alle gekillt. 20 Mal entdeckt, das ist... Das ist leider zu viel. Ah, shit. Scheiße. Oh, Mann, das ist doch so blöd. Egal. Ah, es gibt noch ein Level, okay. While you were chasing Onikage in the castle, Mayo, the King of Hell, kidnapped Princess Kiku, Lord Goda's only daughter. Lord Goda and his advisors are too shocked by the kidnapping for any thought or action. With Princess Kiku as a hostage, Mayo's evil power is unlimited. You are Lord Goda's only hope. You must rescue the princess and destroy Mayo. Ach Gott, okay. Da hat wieder jemand Prinzessin Kiku entführt. Das kennen wir doch irgendwoher, ne? Denke ich schon zwei, sag ich da nur. Nee, aber diesmal ist das Lord Mayo. Der König der Hölle, okay. Alles klar, ja. Aber wie wir die Prinzessin aus seinen Fängen befreien, würde ich sagen, sehen wir jetzt mal morgen. Ja, es war doch eine sehr aufregende Folge und ich habe leider nur Ninja geschafft diesmal. Es war nicht so gut. Aber ich weiß halt nicht, ne? Manchmal ist das so. Kann man nicht viel machen. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, schneide ich das erstmal zusammen und bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben. Und jo, wem es gefallen hat, der lässt doch bitte trotzdem ein Like oder Abo da. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.